Guten Tag, meine geliebten Damen und Herren. Willkommen wieder bei BÜ Fan NRW. Und wir sind hier in einer Schrankenanlage, wie man sieht. Mein geliebter Freund ist auch dabei, Pumpkin TV, aka Nils Zeiting. Sag mal hallo. Guten Tag. Und wir haben uns entschlossen, von Lüdinghausen nach Dülmen zu laufen. Und die Strecke ist von Lüdinghausen nach Dülmen schon echt ein bisschen zugeschissen mit Bahnübergängen. Und da können wir uns echt das nicht nehmen lassen, die Chance zu ergreifen. Und uns ein paar Büs mit nach Hause zu nehmen. Die Anlage, die wir hier haben, wo liegt sie, Nils Dalting? In Ontrup, in der Nähe von Sappeenrade und Dülmen. Habt ihr gehört? Ontrup 41. Vielleicht kommt noch mal näher dran, falls Sie es nicht gehört haben. Ontrup 41 in Ontrup Lüdinghausen. Ja, und wir sind hier gleich auch auf der anderen Seite wieder zu finden. Wir müssen nämlich die Anlage E queren, um auf die nach Dülmen zu kommen. Wir halten jetzt es kurz und knackig. Die Anlage ist vom Baujahr 95. Auf dieser Seite, das wird jetzt kurios, auf der Seite hier sind Siemens Anlichtzeichen, so wie komplett auch. Und da, wo der Nils Deiting hinläuft, also auf diesem Lichtzeichen, das sind die von Scheidt und Bachmann. Neueste Generation 217. Ja. Vielleicht, ja. Also die sind von Scheidt und Bachmann. Der Rest von diesen 1, 2, 3, 4 Lichtzeichen ist von Siemens. Und die Schrankenbäume sind auch anders. Der hier ist kürzer als der. Der geht noch ein bisschen weiter hoch, wie man sehen kann. Bahnakustik ist nicht vorhanden. Und der Zug, der ist jetzt seit einer Minute losgefahren. Und ja, Halbschranke noch zu erwähnen. Und dann werden wir hier warten, bis der Zug kommt. Und dann werdet ihr es sehen. Und die andere Seite werden wir auch filmen. Und dann sind wir auch mit der Anlage schon mal durch. Viel Spaß wünscht euch BÜ-Fan NRW und Pumpkin TV aka Nils Dalting. So, kleine, aber feine Ergänzung, bevor wir noch auf die andere Seite hüpfen. Das müssten wir jetzt ein bisschen Schnelligkeit machen, Nils Dalting, oder Langsamkeit. Wann kommt der nächste Zug, Nils? 31 fährt Okay, 31 fährt er ab. Und eine Sache, die ich noch vergessen habe zu sagen, an den beiden Seitenampeln für diese Nebenstraße und für diese Nebenstraße, wovon wir auch gekommen sind, sind keine Pfeile. Also ja. Würde ich sagen, dass wir uns auf der anderen Seite wiedersehen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, deshalb wollte ich euch mal hier das kleine Häuschen zeigen, wo die ganze Technik drin sitzt. Und wie man sehen kann, Baujahr 95. Und ja. Deshalb ganz schnell auf die andere Straßenseite und wir werden uns bestimmt in dem Bereich dann positionieren. So, meine Damen und Herren, wir sind wieder auf der anderen Seite. Der Zug ist jetzt losgefahren. Und bevor der Zug kommt, möchte ich euch nochmal die Gegend hier zeigen. Das ist eine sehr idyllische Gegend. Wie man da hinten sehen kann, geht es auch nur noch weiter hoch. Und hinter uns findet sich eigentlich nichts als das Land. Hinten führt der Dortmund-Ems-Kanal. Na, da hinten führt auch der Dortmund-Ems-Kanal lang. Und sonst ist eigentlich nur ein schönes ländliches Stück zum Wandern. Und für uns heißt es jetzt einfach nur warten, bis die Schranken sich schließen und dann heißt es Adieu schon mal von uns beiden, Nils Dalting aka Pumpkin TV und natürlich der Inhaber dieses Kanals, BÜ Fan NRW. Haut rein!